Scheiße. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf Parks and Funfair. Wir sind hier gerade mitten im Nirgendwo. Nähe ist Göfte, 20 Minuten davon weg, beim Skara Sommerland. Das Ganze ist quasi ein großer Wasserpark mit kleinem Freizeitparkteil. Drei Kauen stehen da und viele, viele Rutschen. Ich habe schon ein paar Bilder gesehen, sah echt cool aus. Jetzt gehen wir mal zum Park und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel besser. Seid ihr auf Kaunschweig? Wir sind drin und es erinnert hart an einen holländischen Ranzpark. Aber ich wollte jetzt nicht Grüße nach Bodewien sagen, aber das ist Belgien. Das ist Belgien. Gut, wir laufen hier schon zielstrebig auf die Kauns zu. Wir haben schon auf jeden Fall zwei hier im Blick. Einmal Tranan, ein einmaliger SNS Freefly. Ja, doch. Freefly heißen die. Oh, die Bimmelbahn. Und ja, das ist quasi aufgebaut wie so ein Wingcoaster, der aber die Gondeln frei bewegen kann. Beziehungsweise je nachdem, in welche Richtung du fährst, in welche Kurve du fährst. Also heißt das, dass die Schiene sich auch einmal komplett drehen kann. Und das zu erklären ist ein bisschen weird, deswegen zeige ich euch gleich besser. Und da geradeaus haben wir auch einen Maurer Spinning Coaster. Und das ist tatsächlich der aus dem Zentropark in Oberhausen. Hat deswegen auch ein Standard-Wilde-Maus-Layout, wo einfach nur Spinning-Gondeln draufgeklatscht wurden. Aber ja, Count is Count. So, und hier haben wir auch die Neuheit, glaube ich, von diesem Jahr. Von diesem oder letztem auf jeden Fall. Im Funtime Chaos Pendel sind die Booster quasi mit der zusätzlichen Achse da, die dann nochmal für ein cooleres Fahrerlebnis sorgen sollen. Bin leider noch nie so ein Ding gefahren, mal sehen, wie. Okay, das kann ein bisschen dauern. Jetzt auf jeden Fall noch nicht. Wir fahren jetzt erstmal dran. Das ist ja mal so ein weirdes Ding. Echt so. Wie bekifft die Wagen einfach aussehen, als die Köpfe. Wie man hier drin sitzt, echt wie in so einer Wasserbahn, nur mit Gurt noch. Das auf der Rücklehne ungefähr bis zur Mitte vom Rücken. Alter Verwalter, was ist das denn? Da wieder direkt Feder. Oh, 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 ah. Boah, ist das unangenehm. So. Alter! Oh. 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 Boah, ich hab gar keinen Bock auf die Bremse! Oh. Oh. Oh, Junge! So, wir kommen aus Tranan. Richtig kurioses Ding. Also, erstmal, das ist eine sau starke Federung. Wenn du aus der Station fährst, geht das direkt schon mal BUM runter. Das Rückhaltesystem ist richtig komisch mit so einem Gurt, der einfach so ein Nippel ist, den du in so ein Loch steckst. Ja, und also, es ist schneller als man meint. Und es ist aber auch viel abrupter und Bremsrollen viel abrupter als man denkt. Vor allem das letzte Mal. Aber irgendwie Quatsch das Ding. Also. Katastrophe das Ding. Ja, so wirklich Spaß macht's nicht. Vor allem sitzt du da auch wie so ein Huhn auf der Stange drauf, wenn du, vor allem wenn du beim Lift hochfährst. Ab geht's in den Spinner. Ehemaliger Spinning Coaster aus dem Zentropark in Oberhausen. Ja. Hm. Bisschen shaky das Ganze. Es gibt sogar einen separaten Ein- und Ausstieg. Wow!
Echt wie so ein Golden Horse Ding. Oh, hey, oh. 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 Oh Gott. Oh. Ja, oh. 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 Alter! Gut fahren ist anders, ne? Ja. Ja, Time. Oh, aua! Oh, ist das Ding scheiße, ey. Jetzt kommt nochmal die Backpfeife. Jawohl! Oh, das ging. Ey, das ging ja echt. Oh, war das Ding kacke. Ja. Ich glaube, dazu kann man ein Wort sagen. Absoluter Mist, beziehungsweise zwei Wörter, scheiße. Egal. Also das Ding wackelt ja schon, wenn du in der Queue stehst, siehst du schon, wie die ganzen Support, also das Ding steht auf Sohle, alles am Wackeln ist. Und wenn du damit fährst, wunderst du dich dann auch nicht, weil also das Ding schlägt überall, wo es schlagen kann. Ja, aber ist halt auch schon ein altes Teil. Da hinten steht übrigens jetzt der letzte Count. Groove Banan müsste ein Powered Coaster, glaube ich, sein. Ja, ist richtig. Aber der restliche Park sieht so jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und da hinten ist der Wasserpark, darauf freue ich mich ja schon sehr. Ja. Wackelbrücke. Ja. Und Fisch. Oha. Oh. Die können ja doch thematisieren. Musik fehlt nur irgendwie. Schippen. Wow. Boah, das geht grad. Wir müssen aber langsam mal hier los. Riecht das geil hier. Oh. Naja, war grad schön, das ist immer dieser Tempel. So, Junge, Wimps auf 50 Meter Feuer, ey. Ja. Ja. Das war Groove Banan. Ein ganz netter Powered Coaster mit eigentlich nur zwei Helixen und zwei Kurven. Ganz nett, nichts Tolles. Aber es gab Thematisierung. Das war die beste Thematisierung, die wir bis heute gesehen haben. Und eine riesige Blechhalle da, wo halt auch was drin stand, ein paar Figürchen. Schön als der Tempel. Und damit haben wir dann Full Count. Die Full Count Faust haben wir auch schon gemacht. Und ja, dann gehen wir Richtung Wasserpark, oder? Jo. Ja, der Wasserpark, der sieht schon echt wild aus. So auf dem Hügel vor allem alles gebaut. Und das ist halt noch dementsprechend voll heute, weil es echt warm ist. Das geht sogar noch. Aber schönes Wetter halt. Und der ist auch echt groß. Also ich glaube, der ist genauso groß wie der Freizeitparkteil, der Wasserpark. Ach, Chlor. Oh, geil, eine FIFA-Rutsche. Wir waren jetzt gute 2 Stunden im Wasserpark. Max sagt zwar, der hat nicht so ein gutes Portfolio. Finde ich aber gar nicht. Für so einen kleinen, doch schwedischen Park hat er eigentlich ganz gutes Angebot gehabt. Er hat da zum Beispiel eine Harakiri mit so einer Tunnelrutsche, wie man die auch im Toverland findet. Hinter den Bäumen ist jetzt so eine Halfpipe-Rutsche. Findet man auch als, wie heißt das Ding denn nochmal?
Valgorit, glaube ich, im Rolantica. Fand ich im Rolantica sogar ein bisschen besser. Sieht auf jeden Fall auch schöner aus. Direkt daneben haben wir so eine Racing-Rutsche. Da bin ich noch keine vergleichbare Anlage gefahren. Ist quasi mit diesen Matten, wo man sich so festhält. Und wenn du dich da abstößt und da so ein bisschen so hochziehst, hast du so Erdteil. Über den letzten Hügel bin ich so geflogen, ich habe den Boden gar nicht mehr berührt. Direkt daneben haben wir dann noch eine Freefall-Rutsche, die einfach nur Boden wegklappt und einmal runterfällt. Dann haben wir da einen Haufen mit Bodyslides, die auch ziemlich krass teilweise sind. Also die Helixen, gerade die Helixen am Ende, drücken nicht ordentlich in die Kurve. Und dann haben wir da hinter dem ganzen Bodyslides, haben wir dann noch eine Rutsche, heißt hier Wacker Wacker und hat quasi vier von diesen Rondellen, die dann so eine runde Platte sind, wo du aber eigentlich nur an der Außenkurve lang fährst. Kai meint, dann fährt man schneller. Habe ich jetzt nicht gespürt, aber ich vertraue Kai da. Und dann haben wir noch hinten noch ein Becken mit Sprungbrettern, so einer Zipline, wo du dich festhalten kannst und dann loslassen kannst. Und hier vorne noch so eine Trichterrutsche, die scheiße verfugt ist. Und wenn du ins Wasser platschst, kriegst du keine Luft mehr, weil alles auf dich drauf ballert an Wasser. Noch eine Kartbahn. Die haben hier drei Kartbahnen. Einmal die, einmal da hinten die und einmal für kleine. Und der Booster ist leider viel zu voll. Also diese dicken Gummifedern da. Ja, rechts ist besser. Bilder zu. Gut, wir kommen gerade vom Zug. Hat sich die Zugfahrt denn für dich gelohnt, Max? Nein. Max wollte die unbedingt fahren, aber ja, der Park ist wirklich nicht so schön. Das einzig Schöne, was der Park hat, ist vorne die Main Street, die sieht ganz gut aus. Und der Wasserpark, aber ja, es sieht ziemlich verlassen und kahl aus. Gut, wir haben jetzt das Gara-Sommerland verlassen. Ist, wie ich gerade gesagt habe, schon. Man kommt hier wirklich eigentlich eher nur wegen dem Wasserpark hin. Tranan ist zwar ganz witzig, aber naja, gut, zumindest war es rechts ein bisschen besser als links. Aber jetzt ist jetzt kein Riesen-Highlight. Der Maurer-Spinner ist für den Arsch. Der Powered Coaster war ganz okay. Weil du kommst hier eigentlich echt nur wegen dem Wasserpark hin. Der ist nämlich echt ganz schön. Hat auch ein paar gute Rutschen. Vielleicht jetzt nicht die Weltbesten, okay? Aber die machen allesamt echt Spaß. Und du kannst echt eine coole Zeit haben. Vor allem diese Racing-Rutsche war auch sehr cool. Dann dieses, ja, dieses Becken mit den ganzen Sprungmöglichkeiten und so. War schon echt cool. Und vor allem die selbstgemachten Betonrutschen da. Okidoki. Dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich gerne, wenn ihr das möchtet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.